So, diesmal sind wir endlich mal früh genug am Cabo da Roca angekommen, um runterzusteigen. Man sieht schon gar nicht mehr, wo wir abgestiegen sind, weil es so weit unten schon ist und der Cabo da Roca so weit oben. Hier ist ein kleiner Pfad voller Wildblumen, total schön. Und da wollte ich vor 2 Jahren schon unbedingt runter. Ganz werde ich es wohl nicht schaffen, schon wieder, weil der letzte Bus zurück nach Qashqaiq um 18.30 Uhr, nee, 18.45 Uhr fährt. Moment, jetzt muss ich hier mal gerade nicht auf die Nase fliegen. Hui. Und dann habe ich trotzdem, auch wenn ich nicht ganz unten bin, nein, hier lang geht es besser. Hier eine Wahnsinnsaussicht in diese coole Bucht. Also das hat sich meines Erachtens absolut gelohnt.